Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Meltem-Kanal. Wir sind on Tour, wie ihr sehen könnt. Für uns geht es jetzt Richtung Hockenheimring, denn dort werden wir erstmal ein cooles Video für euch drehen, wie wir den 718 Spider RS fahren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben leider nicht so optimales Wetter, aber wir machen das Beste draus. Und dann geht es weiter Richtung Wuppertal, wo wir euch mitnehmen, wie wir einen M3 umbauen. Und dann ist noch eine Abendveranstaltung von Aston Martin Köln geplant zur Einführung des neuen Vantage. Dann möchten wir euch auch noch mal mitnehmen. Also ihr seht, wir haben richtig vollen und straffen Zeitplan. Deswegen werden wir dieses Video anders gestalten und euch einen Einblick in, ja, hinter die Kulissen gewähren, wie wir so solche Drehs abhalten, wie es bei uns abläuft. Und ja, erstmal muss ich echt sagen, im XM hinten zu sitzen ist richtig schön, vor allem hier mit den Kissen. Also Langstrecke XM finde ich super. Leute, ich wollte euch gerade hier den Keks zeigen. Und das ist aber kein Keks, das ist Butter. Jetzt habe ich überall Butter. Ja, geht gut weiter hier. Jetzt fahren wir auch schon weiter Richtung Wuppertal zu Proka. Und bin gespannt, wie wir durchkommen. Leider regnet es immer noch. Ja, an alle, die sagen, der XM hört sich an wie ein Rasenmäher. Das ist ein V8-Sound. Für uns geht es jetzt Richtung Wuppertal zu Proka. Jawohl. Einen XM kann man nicht einfach tanken, sondern hier gibt es einen Knopf, den man drücken muss. Und dann steht hier im Bildschirm, Tankbereitschaft wird hergestellt. So, jetzt können wir tanken. Wir sind schon echt weit gekommen, aber ihr wisst es selber, sobald es anfängt zu regnen, fahren die Herrschaften etwas vorsichtiger. Und das hält den Verkehr auf. Auf alle Fälle. Was ist eigentlich eure Meinung zu diesem XM? Ich muss echt sagen, wir haben vorhin mal auf der linken Spur freie Fahrt gehabt und dann sind wir richtig aufs Gas und die Beschleunigung war schon brachial. Agil wie ein M, würde ich sagen. Es geht weiter. Marco, dein Wasser habe ich. Let's go. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind in Wuppertal angekommen. Ich stehe jetzt hier gerade vor Proka Automobile. Ich freue mich riesig. Hinter mir seht ihr gerade einen unfassbar genialen M3 Touring in Fire Orange. Mega. Und damit haben wir eine besondere Mission. Und deswegen werfen wir mal einen kurzen Blick in die Werkstatt. Also wir werden morgen natürlich auch hier das Autohaus mal ein bisschen präsentieren. Das ist nämlich kein klassisches BMW-Autohaus, was man so kennt. Hier stehen mehr Individualfarben als in der BMW-Welt. Das ist unfassbar. Hier Sao Paulo M3 Touring. Da hinten steht ein Urban Greener M3 Touring. Unfassbar. Richtig, richtig nice. Ich hatte ja mal einen G80 in der Lackierung. Aber ja, der ist leider weg. So. Ich fühle mich immer ganz wie zu Hause. Boah, da erwartet uns ein mintgrüner M4, ein M4 Cabriolet mit den Kreuzspeichelfelgen. Schaut richtig geil aus, die Kombi. Exklusiv. Das wird so unfassbar geil. Ich würde den tatsächlich noch ein bisschen weiter vorfahren, wenn es okay ist. Oder Ich hätte ihn jetzt auch sogar gedreht. Ja. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, sind wir gerade hier in der Werkstatt und die Jungs haben netterweise alles vorbereitet. Wir haben Jidofelgen, wir haben KW, wir haben Acra und es wird morgen echt wild, denn ich werde bei dem Umbau
dabei sein und den Jungs unter die Arme greifen. In diesem Sinne, ich will gar nicht zu viel reden, freut euch auf morgen. Schönen Abend. Um den Abend richtig ausklingen zu lassen, wurden wir empfohlen, hier bei Fabio zu essen. Fabio hat hier eine, wie kann man sagen, das ist ja schon eine Tradition. Eine Champagnerflasche, die man köpft, bekommt man 30 Euro günstiger. Deswegen köpfen wir jetzt gemeinsam diese Flasche. Fabio, ich habe es noch nie gemacht. Es ist ganz einfach. Okay. Wir haben hier eine ganz feine Naht. Okay. Ich mache mal kurz mit dem Finger rüber. Ja, 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 ja. Hier. Und jetzt, wenn du sie köpfst, ja, gehst du mit dem Schwert entlang. Mhm. Und mit dem Säbel. Also nicht nach innen schlagen, sondern nach außen. Die Flasche entlang nach außen. Okay, verstanden. Okay, I try. Hier ist die Naht. Richtig. Mhm. Aber nicht auf mich. Mehr nach hier. Die Flasche etwas mehr nach vorne. Mhm. Und schräger. Eine Sekunde. Warum gehst du weg? Okay. Bravo. Boss Mode. Schönen Abend und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir starten Tag 2 hier in Wuppertal und wir haben uns echt mal intelligenterweise ein Hotel neben Proka fast ausgesucht und haben trotzdem jetzt fast 10 Minuten gebraucht, weil wir einem Müllwagen hinterhergefahren sind, was einfach Reifen, Tische und irgendwelche Sachen einladen musste am Straßenrand, jawohl. Und ich bin gespannt, wie der Tag wird. Ich freue mich richtig drauf. Leider geht es mir nicht so prickelnd, aber ja, wir werden den Tag auch irgendwie rumkriegen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und wir melden uns gleich, wenn wir angekommen sind. Wir sind angekommen. André, guten Morgen. Guten Morgen. Wir starten mit ganz viel guter Laune. Hi. Auf jeden Fall, hi. Wir haben heute viel vor. Meine Stimme ist ein bisschen weg. Wie geht's? Stimme ist auch ein bisschen weg. Haben wir zwei schon mal am Set. Genau. Auf alle Fälle, der XM bekommt jetzt eine Einfahrkontrolle. Und richtig cool, dass ihr das möglich macht, dass ihr einen Termin freiräumt für uns. Und jetzt müssen wir kurz ausladen. Und dann geht's auch direkt in die Werkstatt. Ich freue mich. Wir fahren jetzt hier mal den XM in die Werkstatt, damit wir parallel, wenn wir den Umbau vornehmen, dass der XM auch fertig ist, wenn wir heute Abend mit dem Dreh fertig sind. So einen effizienten Plan, hatte ich noch nie. So, hier ist die Werkstatt. Der Thomas ist in einem wunderschönen Hunderesort und ich habe jetzt gerade eine Rückmeldung bekommen, wie die Nacht war und das müssen wir kurz abhören. Ja, ja, war alles prima. Er war wirklich total lieb wieder in der Nacht und ist wirklich ein Engelchen, also wirklich wie ausgetauscht. Er ist ein Engelchen. Telefoniert haben, aber ich glaube einfach, er hat einfach auch seine Eingewöhnungszeit gebraucht und die hat er ja auch einfach bekommen und seitdem ist er wirklich super, super lieb und die Nacht war auch wirklich mega. Er war super brav, genau, musste wirklich keine Sorgen machen, ist alles tippitoppi. Boah, das freut mich. Und genau, ganz viele liebe Grüße zurück und dir einen schönen Tag. Oh, beste, Lea, Hunderesort Kaufering, super. Thomas liebt sie. Schlag ein. Ich hab ein bisschen Angst. Es kommt! Fuck! Ja, jetzt mir. Ich hab's geschafft. Jetzt kommt der neue Ölfilter rein. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege, aber ich find's richtig cool hier mit dem M-Logo. Seht ihr das? Überall habe ich Öl. Alles gut, Viktor. Ja, ja, man sieht ja, dass ich gearbeitet habe.
Rädchen, das Rädchen dreht sich. Ungefähr 10 kommen rein, oder? Ja, jetzt haben wir 3 Liter voll. Boah, jetzt warten wir einfach, gell? Bis es voll ist. Super. Wir haben hier einfach einen Alarm. 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 Probewarnung in Nordrhein-Westfalen. Krass. So, jetzt widmen wir uns dem Hinterachsgetriebeöl. Da ist jetzt nicht so viel drin. Um die 2 Liter, glaube ich, 1,5 Liter. Und ja. Wow. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Wir waren gerade noch in Wuppertal und haben das Video mit dem wunderschönen G81 abgeschlossen. Jetzt sind wir schon in Köln bei der nächsten Veranstaltung. Wir sind heute eingeladen von Aston Martin Köln zur Einführung vom Vantage. Ja, ich bin mega gespannt. Scheint auf alle Fälle eine coole Location zu sein und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Let's go! Bevor jetzt die Veranstaltung losgeht, dürfen wir nochmal exklusiv hier den Heli filmen, weil die werden dann später den Vantage quasi mit dem Heli in der Halle platzieren. Richtig aufregend. Ja, so Leute, wir machen Feierabend. Die 2 Drehtage sind rum. Ich bin fix und fertig. Und jetzt fahren wir nach Hause. Hier habe ich noch einen Stargast. Hi. Hi. Schön, dich hier getroffen zu haben. Ja, voll. Bei mir in der Heimat. Ja. Dass du dich mal hochgetraut hast. Ja, ich sag's dir. Ich komme bald wieder. Versprochen. Ja, bitte. Sag Bescheid. Auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir echt. Schönen Abend und schon die Stimme. Dankeschön. Mach ich. Ciao. Tschüss. In diesem Sinne, Leute, gute Nacht. Bis dann. Kann ich aufhören? Mach so einfach machen. Lea denkt sich so, warum mich? Warum heute? Block, 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 block. Passt. Einmal noch.
Block, 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 block.